So, ihr Lieben, ihr seht unschwer an der Kleidung, der Sommer ist da, auch wenn jetzt gerade die Temperaturen wieder ein bisschen fallen und es draußen regnet. Aber ich dachte einfach, jetzt müssen auch die Sommerfarben sein und das Dunkle und das Schwarze muss jetzt ein bisschen raus. Ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen sommerlich geht. Bevor ich weiter mit dem fragenden Jesus mache, möchte ich gerne einen Menschen über Pastor at Home grüßen. Und der Gruß geht nach England. Dort lebt eine liebe Freundin mit ihrer Familie seit einigen Wochen. Sie war fast 8 Jahre, glaube ich, bei uns. Sie kam zum Glauben, war beim Alpha-Kurs. Und vor 5 Jahren ist ihr Mann bereits nach England gegangen, weil er ein bisschen Furcht hatte, hier in Deutschland zu bleiben und abgeschoben zu werden. Und vor ein paar Wochen ist sie jetzt auch nach England gereist. Und dort lebt sie jetzt in London, muss wieder eine neue Sprache lernen. Und mein Gruß geht heute nach England. Und ich wollte dir einfach sagen, du bist eine sehr mutige Person. Thema Mut. Die Jünger sind mit Jesus im Boot. Jesus hatte einen anstrengenden Tag und er hat sich hingelegt zum Schlafen. Und er schläft sehr fest und sehr tief, während ein Sturm aufzieht. Und wir sind bei Markus 4, du kennst wahrscheinlich die Geschichte der Sturmstillung. Und während Jesus also vor sich hinschläft, fangen die Jünger an, sich immer mehr Sorgen zu machen. Die meisten von ihnen waren natürlich das Wasser gewohnt und sie waren auch diese Stürme gewohnt. Aber dieser Sturm war sehr, sehr heftig, bis sie dann ihn endlich wachrütteln und ihm diese Frage stellen. Geht's dich denn gar nichts an, dass wir hier gemeinsam untergehen, als wenn das passiert wäre? Ja, und Jesus lässt dann mal kurz nicht die Muckis spielen, sondern seine Macht demonstriert er. Ein Wort reicht und der Sturm sagt, ei, ei, Kapitän, die Wellen legen sich, es wird mucksmäuschenstill, der See ist ganz glatt, von jetzt auf gleich. Und die Jünger merken und sagen, wow, was hat der für eine Macht? Und dann kommt diese Frage, Jesus schaut sie an. Und er sagt jetzt nicht, habt ihr gesehen, was ich da alles so gemacht habe, sondern er fordert sie heraus. Und die Frage lautet, warum habt ihr immer noch Angst? Und die zweite Frage, die sich gleich anschließt, wo ist euer Glaube? Oder anders übersetzt, warum ist immer noch kein Glaube da, kein Vertrauen da? Die Jünger haben Jesus erlebt. Sie hatten Heilungen erlebt. Sie hatten Dämonenaustreibung erlebt, sie haben es auch selber erlebt, nicht nur bei Jesus gesehen, selbst erlebt. Also sie haben schon jetzt eine ganze Menge mitgekriegt. Und jetzt kommt wieder so eine Situation, wo sie also in die Knie gehen, wo sie sich die Hosen voll machen, wo sie Angst haben mitten im Sturm, obwohl Jesus im Boot ist. Ich meine, ich kann verstehen, wenn er, das ist aber eine andere Geschichte, oben auf dem Berg bleibt und noch betet und er ist nicht im Boot, dann kann ich ja verstehen, dass sie dann Muffensausen kriegen. Aber er ist ja mittendrin. Aber Lieben, natürlich verstehen wir die Jünger. Und diese Frage, warum hast du Angst? Heißt ja nicht, wovor hast du Angst, sondern warum hast du Angst? Aber ich möchte die Frage nach wovor natürlich auch noch reinschieben. Wie ist im Augenblick dein Sturm? Wie würdest du ihn nennen? Ist es der Sturm in der Ehe? Ist es ein Sturm im Wasserglas? Ist es ein wirtschaftlicher Sturm? Ist es etwas Neues, was auf dich zukommt, was sich beängstigend breit macht, wo du einfach nicht weißt, wie es weitergeht? Aber warum hast du Angst? Warum machst du dir wieder Sorgen? Ich spreche ja zu Menschen, auf jeden Fall die meisten von euch, die relativ lange schon mit Jesus unterwegs sind und auch diese ganzen Geschichten kennen und auch wissen, dass Jesus da ist. Ich bin bei euch jeden Tag. Warum machst du dir Sorgen? Warum hast du wieder Angst? Und zwar diese panische Angst. Es gibt Ängste, die gestattet uns Jesus auch, hat er seinen Jüngern später auch gesagt. In der Welt habt ihr Angst, es gibt bedrohliche Situationen, aber dann geht es ja weiter. Seid getrost, ich bin der Überwinder der Welt. Das heißt, wenn Jesus da ist, wenn Jesus im Boot ist, im Haus ist, da im Auto sitzt, wenn Jesus einfach da ist, ist die Frage,
warum machen wir uns dann immer noch Sorgen? Warum immer wieder diese Ängste? Ich werde diese Frage nicht für dich beantworten, sondern lass einfach mal Jesus dir diese Frage stellen. Also er schaut dir jetzt tief in die Augen. Er weiß ja, wo du jetzt gerade sitzt, wo du unterwegs bist, ob du unterwegs mit dem Auto bist, ob du zu Hause bist, wann du diesen Podcast guckst. Und er schaut dich jetzt an und er kennt deinen Namen, er kennt deine Lebenssituation und er fragt dich jetzt konkret, warum hast du Angst? Und dann, was kann ich tun? Was möchtest du mir sagen? Mehr sage ich dir heute nicht. Wir sind ja bei diesem fragenden Jesus. Wir werden uns noch ein paar weitere dieser über 200 Fragen anschauen. Aber heute bleibt es erstmal diese eine Frage. Warum hast du Angst? Gott segne dich fürs Wochenende. Und ich hoffe, dass du einigermaßen entspanntes Wochenende hast. Und wenn du Lust hast, sind wir wieder dabei am Montag, Mittwoch und Freitag mit weiteren Fragen von Jesus selbst. Gott segne dich.